Ching, Chang, Chong. Ha, du musst das mit der Kacke machen. Strohhalme sind bald verboten. Das EU-Parlament hat für das Verbot von Wegwerfprodukten aus Plastik gestimmt. Das bedeutet, dass zum Beispiel die folgenden Gegenstände aus Plastik bald verboten sind: Trinkhalme, Besteck, Teller, dünne Plastiktüten und vor allem Wattestäbchen. Nein! Frauen wissen schon, was ich meine. In Deutschland soll das Gesetz aber erst ab 2021 in Kraft treten. Etwas schneller sind dabei unsere Nachbarn aus Frankreich. Dort werden schon die ersten Plastikprodukte ab 2020 verboten. Deutsche produzieren fast 40 Kilo Plastik pro Jahr. Das Verbot von Einwegplastik kann nur der erste Schritt sein. Zahlen der EU-Kommission zufolge fallen in Europa nämlich jährlich fast 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Der EU-Durchschnitt liegt dabei bei 31,1 Kilogramm pro Einwohner pro Jahr an Plastikmüll. Deutschland liegt hier leider ganz vorne mit dabei. Bei uns produzieren die Einwohner durchschnittlich 37,4 Kilogramm Plastikmüll im Jahr. Das ist ja... Mein Gott. Ein Riesenproblem ist dabei auch, dass EU-weit nicht mal ein Drittel des produzierten Plastikmülls ordentlich recycelt wird. Der Rest landet in der Verbrennung, wird gelagert oder landet schlimmstenfalls in der Umwelt und den Weltmeeren. Also Leute, trennt und recycelt gefälligst ordentlich euren Plastikmüll. 2050 gibt es mehr Plastik im Meer als Fisch. Nicht ordnungsgemäß entsorgter Plastikmüll landet leider auch oft im Meer. Einer Studie zufolge sind das jährlich rund 8 Millionen Tonnen. Laut EU-Kommission besteht 85% des Mülls in den Meeren aus Plastik. Die Hälfte davon sind Einwegprodukte. Experten befürchten sogar, dass es 2050 mehr Plastik als Fisch in den Weltmeeren geben wird. Bislang exportierte die EU rund die Hälfte des Plastikmülls ins Ausland, hauptsächlich nach China. Dort wurde das Material nämlich als sogenannter Sekundärrohstoff verwendet. Seitdem die Chinesen ihren Import aber fast vollständig eingestellt haben, bleibt Europa auf einem Großteil des Abfalls sitzen. Jetzt geht's um die Plastikwurst. Wer den Schuss immer noch nicht gehört hat, den wird vielleicht die folgende News zum Umdenken bewegen. Denn Wissenschaftler in Wien haben jetzt erstmals Mikroplastik im menschlichen Stuhl nachgewiesen. Teilnehmer der Studie waren zwar nur 5 Frauen und 3 Männer im Alter zwischen 33 und 65 Jahren, allerdings wurde in jeder der eingereichten Stuhlproben Mikroplastik gefunden. In vorherigen Studien haben Wissenschaftler bereits Weichmacher im menschlichen Blut nachweisen können, der sich beispielsweise aus Plastik herauslösen kann. Richtige Plastikteilchen konnte aber bisher noch niemand nachweisen. Was genau die Plastikkacke in unserem Körper jetzt macht, das muss noch genauer untersucht werden. Unser Fazit: Ein bewusster Umgang mit Plastik ist dringend notwendig. Das Verbot von Wegwerfplastik und generell die Reduzierung ist dabei nur der erste Schritt. Wir müssen uns aber auch vor allem darum kümmern, dass das bereits vorhandene Plastik ordentlich recycelt wird, damit es eben nicht in den Weltmeeren landet. So Leute, wir haben euch letztes Mal gebeten, doch mal Namen für die Pflanzen euch auszudenken. Deswegen darf ich vorstellen, wir haben Marco und Polo, Grüße und Dank an den Dr. Zeitz. Dann haben wir Lewe und Lorenz, auch hier Grüße und Danke an den Endfriend. In der Mitte haben wir Bonnie den Bonsai von Alex vom Kanal Gutmensch, vielen Dank und Grüße. Und last but not least Anna und Esmeralda, danke an 10 Zeitz für die Namen. Ein paar sind noch frei, schreibt uns gerne jederzeit in die Kommentare, wenn ihr noch einen Namen vergeben wollt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil falls uns eine verreckt, können wir einfach das Namensschild umhängen. Tschö! Ach ja, abonnieren und liken nicht vergessen. Immer noch Zeit? Glocke!